Ja, Ende Februar wurde die Messstation bei einem Verkehrsunfall völlig zerstört. Alkoholisierter Autofahrer ist frontal reingefahren. Der Messcontainer war komplett kaputt, hat erneuert werden müssen. Wir haben die 4 Monate mit einem mobilen Messcontainer überbrückt, damit wir zumindest die wichtigsten Schadstoffe weiterhin messen, damit die Messreihe nicht unterbrochen wird. Und gestern am Abend ist eben der Container in der Nacht angeliefert worden und wir schauen, dass wir jetzt die Messgeräte reinbringen, die ganzen Innenarbeiten durchführen und Mittwoch, Donnerstag, dass wir dann in den Vollbetrieb wieder gehen. Ja, neben den klassischen Schadstoffen wie Feinstaub, Stickstoffdioxid werden auch weiterhin also Staubinhaltsstoffe wie Ruß, Schwermetalle und so weiter gemessen. Ja, für uns ist das ein ganz ein wichtiger Messpunkt, weil das eine sehr stark befahrene Straßenkreuzung ist und wir damit eine ganz wichtige Referenzmessung haben im Vergleich auch mit anderen Messstationen. Ja, wir haben in einigen Bereichen Überschreitungen von den Grenzwerten, besonders prominent natürlich die Stickstoffdioxide. Auch hier am Rudolfsplatz war lange Zeit auch ein Hotspot für die Feinstaubwerte. Das heißt für uns ganz wichtig, auch die Trends festzustellen und zu erkennen, wo wir Verbesserungen haben.